So, oh, da sind wir wieder, ne? Und wir sind mitten in deiner Quest. Der schlimmste Schnitt. Und mit unserem hübscher Vogel, ja, hübscher Vogel, kannst du hübscher Vogel sein? Ja, hübscher Vogel. Okay, na, Scherz. So, wir müssen Richtung Westen. Und ja, ist gleich um die Ecke hier. Anscheinend haben wir da drüben etwas Größeres zum Auseinandernehmen. Glaube ich halt. Sieht sehr verdächtig aus. Dann schauen wir mal, was nun passiert. So. Schwingt die Waden. Schwingt die Haxen. Auf, ich, du Kraxen. So. Org. Sabala. Du bist in der Nähe des Ziels. Drücke Icarus zu rufen. Rrr, Ring, 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 mein Bananaphone. So, Icarus. Ja, wo ist denn? Okay, warte mal. Okay. Ach du Kacke. Das muss der Hof sein, auf dem Praxitea festgehalten wird. Was ist hier? Hier ist gar nichts. Ah, da. Ein Kistel. Machen wir einen Flug nach drüben. So. Das haben wir schon mal auseinandergenommen, die Bude, ne? Ah, Adlerangriff. So. Müssen wir mal machen, ne? Adlerangriff. So. Ja, der Icarus hat schon mal Spaß, ne? Schauen wir mal. Nicht verfügbar. Das ist ein epischer, ne? Der ist gar nicht so schlecht eigentlich. Warte mal. Der Kandidat. Aha. Den müssen wir uns markieren. Der ist super. Den müssen wir. Schau mal nach, besser. Besser ist, ne? Ah ja. Schläg sie. Wieder, hallo. Schluss mit dem Pfeifen! Ja, dann schau her, da, mein, wo gehst denn du hin? Bist du taub? Er meint, es wäre zu riskant. Wir jagen hier nur kleine Fische. Wir sollten uns echt fettere Beute. Hey, bleib sofort! Hat mich! Wieso funktioniert denn das nie richtig? Ich weiß nicht. Entweder passen meine Tasten nicht mehr richtig oder was ist denn los, verdammt? Ach nö, jetzt ist der doch dabei. So. Wie ich verpiss mich jetzt? Hol mich das Gemüse. Hat er mich? Ich weiß es nicht. Hui! Kommst nicht weiter, Watz! Komm doch nicht so schnell! Und futter ist er! Hat der jetzt gehabt für einen langen Schatten? So. Oh je. Nicht ausschwärmen. Den will ich haben, den will ich nicht haben.
Was sind denn mit die zwei, ne? Okay. Nein, nein, kein Kettenangriff, den wollen wir ja haben, ne? Das nahm kein gutes Ende für dich. Ach ne, Cassandra. Ach Scheiße. Den wollte ich haben. Ich hätte ihn ja außen auch noch können, ne? Gleich, Mann. Scheiße. Das ärgert mich jetzt wieder, ne? Hier ist ja was. Warte mal. Von hier verschwinden. Bitte, lass uns verschwinden. Lass mal die anschauen, warte mal. Hui. Ja, bevor das Merkertl irgendwas macht, ne? Danke. Für eine Großmutter, ne? Schaut die gar nicht so schlecht aus, ne? Schau mal. Ab vielen Dank für die Rettung, mein Kind. Danke mir nicht, Stimme des Apollon. Oder warst du die Stimme von jemand anderem? Oh, du kennst meinen Enkel. Du hast recht, ich habe alle belogen. Es tut mir so leid. Die Götter hätten mich längst töten sollen, doch sie ließen mich mit meiner Reue leben. Warum hast du gelogen? Die Menschen haben dir vertraut. Sie dachten, du überbringst ihnen die Worte Apollons. Ich wollte das nicht damals, als ich zum Orakel des Apollon ernannt wurde. Doch da waren Menschen, die mich zwangen, das zu sagen, was sie wollten. Sonst hätte meine Familie unter meinem Ungehorsam gelitten. Familie? Erinnerst du dich an eine Familie aus Sparta, denen du sagtest, ihr jüngstes Kind müsse sterben? Eine trauernde Mutter mit Augen wie meinen? Dein Verlust tut mir wirklich sehr leid. Wer hat dich entführt, Alter? Wer ließ dich entführen? Diese Schläger kamen doch nicht von selbst auf die Idee. Bitte, frag mich das nicht. Die, die mich jetzt bestrafen wollen, die mich einst zum Lügen zwangen, sie würden dich umbringen, wenn ich dir von ihnen erzähle. Die mit den Masken und dunklen Mänteln? Der Kult des Kosmos. Sprich ihren Namen nicht aus. Großmutter, hat sie es dir gesagt? War sie das Orakel, das deine Familie zerstört hat? Was ich getan habe, tut mir leid. Ich akzeptiere meine Strafe. Aber lass nicht zu, dass mein Enkel mich tötet. Lykaon ist ein guter Mann, ein Heiler. Er würde daran zerbrechen. Nein, das liegt in meiner Verantwortung. Ich muss ihr Leben beenden. Blödsinn. Oh, Gewalt ist auch keine Lösung. Ich würde ihn schnackseln. Ich habe oft genug getötet, um zu wissen, dass die Gewalt nie endet. Am besten lässt du los und machst das Beste aus dem Leben, das die Götter dir gaben. Loslassen? Aber du sagtest, Praxitea habe deine Familie zerstört. Mhm. Sie kann nichts Schlimmes mehr tun. Sie aus Rache zu töten, macht ihre Taten nicht ungeschehen. Und überhaupt, hast du mir nicht was von Hoffnung erzählt? Danke für deine Gnade. Ich verspreche, ich werde den Rest meiner Tage Gutes tun. Du hast recht, Cassandra. Ich kann meiner Großmutter vielleicht nicht verzeihen. Jedenfalls nicht sofort. Aber sie kann ihr Leben fortsetzen und ich das meine. Ich glaube, das ist die richtige Entscheidung, Lykaon. Oh, wie schaffst du das? Entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Wie schaffst du das, Lykaon? So viele Leben hängen von dir ab. Von deiner Zuwendung und Behandlung. Ich glaube, ich brauche dich jetzt. Nicht um jemanden zu töten oder etwas zu finden. Nur um bei mir zu sein. Jetzt wird geschnackselt. Ich kann nicht ewig bleiben. Doch fürs Erste kann ich mich deine annehmen, Heiler. Oh yeah, Cassandra, lass mal ran da. Jetzt haben wir wieder was Schlimmes gemacht. Jetzt haben wir die Alte laufen lassen. Vielleicht passiert wieder was Böses oder so. Keine Ahnung, ne? Mann, Cassandra, bist du schnell ficker, ich weiß.
Helm der Prophezeiung. 6037 EP. Dankeschön. Cash in the dash. Was ist denn das da für einer? Ja, setzt ihr da siamesische. Brauchst du etwas, Staatsmann? Ich verliere alles. Es wurde nicht nur mein Bruder Elpeno ermordet. Meine ganze politische Karriere steht auch vor ihrem Ende. Ich weiß, wie es ist, seine Familie zu verlieren. Das ist das Schlimmste, was einem widerfahren kann. Elpeno war ein reicher und gütiger Mann. Er finanzierte meine Liebe zur Politik und bewahrte mich vor Schaden. Seit er fort ist, drohe ich, alles zu verlieren, was ich habe. Kann ich irgendetwas tun? Seit dem Verschwinden meines Bruders werde ich von Banditen angegriffen. Sie sind hinter meinem Familienvermögen her und ich bin ihnen schutzlos ausgeliefert. Wenn sie das Geld bekommen, ist meine politische Karriere beendet. Und ich soll jeden einzelnen der Banditen töten. Sie alle. Jo. Ich regel das. Damit tust du mir einen großen Gefallen. Ich komme hinterher wieder. Ja. Cash in the Dash, müssen wir uns warm halten, ne? Was ist denn jetzt mit dir? Warum gehst du zurückwärts? So. Ah, zack. Mhm. Los geht's. Hey, 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 Cassandra. Große Abenteuer. Also. Okay, Pferdchen. Wo ist unsere Ella? Ella von Singen. Na komm ran da. Na komm. Ich mach Martenpferd. Tausch die kleinen Gänge ein Einhorn um vielleicht. Weiß ich nicht. Müssen wir schauen. Vielleicht findet man eins. Hundi. Oh, na schön gemacht am Putzelbaum, hä? Na sag's, gibt's das. Was ist denn da los? Na los. Und das schauen wir uns nachher an. So. Ella. Ella. Tschüss, Ella. Was sind denn die Banditos? Okay. Die sind in einer Höhle drin. Okay. Toll. Whee. Geht's da rein? Nope. Oder? Nein. So. Schaut verdächtig aus da, oder? Ja, wie kann man da rein? Was ist denn da? Markiert irgendwas? Keine Ahnung. Ja. Vielleicht da oben? Kann jetzt den ganzen Berg ablaufen, oder? Denn da? Wahrscheinlich da. So. Da ist ein Höhleneingang. Schauen wir mal. Okay. Das schaut gut aus. So. Vorsichtig. Niemand darf mich sehen. Sicher. Auf das legen wir so drauf an, ne? Hm.
Dong, ich bin's die Cassandra. Okay, gehen wir mal da von hinten. So ein Hund ist auch hier. Ach ne. Nö. Halt an! Du! Ah, Kettenangriff. Sehr gut. Und zack. Kassieren. Drachmen kassieren? Wie? Hat sie gesagt? Drachmen kassieren? Haben wir's? Da. Okay. Das haben wir. Okay. Haben wir einen Geißel oder so? Hoppala. Groß nicht verfügbar. Na. Schauen wir mal, sie. So. Was haben wir denn jetzt überhaupt für Quest gemacht? Haben wir jetzt fertig? Abgeschlossen? Okay. Kostbare wie Juwelen. Die müssen wir stehlen. So. Okay. Schauen wir mal rüber, Kleiner. Kann ich dir bei etwas behilflich sein? Meine liebe Freundin lieh mir diese schöne Kette. Und ich muss sie ihr für das bevorstehende Fest zurückgeben. Aber ich habe Angst, dass ich auf dem Weg überfallen werde. Also soll ich sie überbringen? Du hast es verstanden. Genau, was sie so dringend benötigt. Ich kümmere mich darum. Gut, du tust mir einen großen Gefallen. Ich muss dann mal los. Okay. Kostbare Juwelen. So. Wo sind die? Haben wir hier. Ah, ja. Tarzan. So. Mein Kind. Nun, der Ladebildschirm. Wie gehabt, ne? Super, ne? Also ein wunderschöner Ladebildschirm ist das, ne? Das Feuer, das Artefakt. Ein paar Schriften. Und lass. Jepa. Lieferung für dich. Von einer Hetäre. Gerade rechtzeitig. Hier ist deine Belohnung. Cash in den. Boah, 404, ne? Jepa. Du, danke, ne? Ja, lili. So. Die Götter brauchen es nicht. Nehmen wir mit, so. Und go, Cassandra. Das ist dein Tag heute, oder Nacht. Chere, gibt es etwas, wobei ich dir behilflich sein könnte? Die Anhänger verschwenden Nahrung. Das kann so nicht weitergehen. Nahrung verschwenden? Was meinst du damit? Sie verbrennen Opfergaben an Ares, während Leute wie ich hungern. Sie müssen säckeweise Essen in ihrem Lager haben. Ich bin so verzweifelt. Das heißt, ich soll dir ein paar Drachmen geben? Ja, jede Drachme, die du entbehren kannst, hilft. Also. Nimm das. So. Jetzt haben wir am Bett lag geholfen. So, und jetzt schauen wir mal auf die Karte. So, wir müssen jetzt hier lang. So. Dann rufen wir unseren schönen Black Beauty. Wo läufst du denn hin? Du verwirrtes Pferd. So. Los geht's. Es gibt keine Straßen hier. Ja. Ja, da vorne ist eine Straße. 500 Schaden hat er gemacht. Boah, du bist ja ein richtiges Killerpferd. Da, jetzt laufen wir. Ach ja.
Meine Kriegerprinzessin, lauf, lauf, Job Berli. Ella, Ella. Spartaner helfen schon, ne? So, zack. Weiter. Ja, lecker mio. Da. Sag mal. Das ist ein 0815 Hörer. Da haben wir den geholfen. Warte mal. Das Ding nehmen wir schon mit, ne? Das gehört uns. 14 Leder. Boah. Die Morgendämmerung. Wie wunderschön. Los. Warte mal. Können wir das Schiff schon aufwerten jetzt eigentlich? Oder wie viel Kohle haben wir? Ein seltener Schiff. Oh, nice. Ja, Holz und Eisen haben wir nicht so viel noch, ne? Was könnten wir? Speerwürfe. Könnten wir auch machen. 200 Holz, 2 Tafeln. Rammschaden erhöht sich auch dadurch. Okay. Ja, ich würde lieber auf ein Schiff Ding Rumpf sparen, ne? So. Ein verzierter Bogen. Materiale. So. Okay. Nichts Tolles dabei. Auch nicht wirklich. So. Viertel haben wir auch keins Neues. So. Okay. Los. Und Ella, los. Und geh mal hin. La la la. Da Tüter da, die Cassandra ist schon da. Bewegung! Unser kleiner Held im kleinen Erdbeerfeld. Jo. Du bist zurück? Jo. Hast du sie getötet? Ich habe sie erledigt. Jeden Einzelnen. Du hast deinen Teil der Abmachung erfüllt. Nun ist es an mir, das Gleiche zu tun. Nimm dies. Ein ganz normaler Tag. Cash in the Tash. Dem Tod überlassen. 2898 EP. Yeah. Spatiate. Wo ist denn die Gang? Ist heute keiner? Was ist hier los? Warum liegt die Fackel hier? Schmied! Schmied! Was kann ich für dich tun? Schmiedi. Verbessern. So, ich würde gerne mal meinen Speer erweitern. So. Verdammt, kostet das alles Cash, Alter. Boah, ey. Ja, den Bogen auch erweitern. So, das kostet alles scheiße viel Geld, Alter. Boah. Wo ist denn das schwächste Glied? 17, okay. Ja, muss ich wohl, ne? So. Das kann man uns nicht mehr leisten, auch nicht mehr. Oh je.
Ja, von den Materialien her und so ist das schon nicht so ohne, ne? Das sollten wir auch mal Cash kaufen. Was hat denn da Schönes? Eisen haben wir echt wenig, ne? Der hat auch kein Eisen hier im Angebot. Möge Hermes deine Schritte leiten. G Hermes. So. Sodala. Jetzt haben wir das abgeschlossen, glaube ich. Hier, ne? Soweit. Oder? Ich denke schon, ne? Dann das. Und diese mal die Press. Ich schau mal hier hin. So. Da warten wir wieder, ne? So, Cassandra. Was ist denn da? Fuzzi, Fuzzi, Muzzi. Leco Mio. So. Haben wir es markiert. Und los. Weg da. Tschüss. So. Weg da. Auseinander. 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 Potzblitz. So. Das ist auf Zeit. Das mag ich nicht so. Asche zu Asche können wir starten. Na, das können wir auch starten probieren. Das ist auch neu dazukommen. Na. Und schauen wir mal, ne? So. Was haben wir denn da? Was ist denn hier da? Okay, dann hier hin. Okay, dann machen wir den Schnellreise von dort aus. Dorthin und dann gehen wir dorthin. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir so ein Auge Kalkum jetzt endlich einmal. Müssten wir auch mal anfangen, ne, zum Sammeln. Ja. Spezialpfeil-Kombos. Speziell. So. Das war's. Toll. Okay. Go. Das Quest. Na. Nee, das ist auch nicht. Machen wir alle. Ah. Nee, egal. Stöckchen mitnehmen. Dann schauen wir mal, was da uns erwartet da drüben. Papa. Wer war's denn? Der Steinmetz? Nein. Okay. Mach mal die Lage checken. So. Was gibt's hier? Hier ist nichts. Okay. Okay, da hinten ist eine Kiste. Die müssen wir auch noch plündern. So, schauen wir mal, was hier los ist.
Hey, aufstehen. Du hast eine Nachricht an der Tafel hinterlassen. Was ist los? Ich möchte zum Fest in der Stadt reisen. Die Heiterkeit lockt immer interessante Besucher an. Mhm. Warum gehst du da nicht? Banditen haben ihr Lager entlang des Wegs errichtet. Sie halten nach reichen Festbesuchern Ausschau. Und von den Bestien, die in der Gegend hausen, ganz zu schweigen. Die Banditen sind eigentlich schlimm, oder? Ich soll sie alle umbringen. Kein Bandit darf am Leben bleiben. Du, dann fang mal an. Es wird nicht leicht, aber ich kümmere mich darum. Ich stehe in deiner Schuld. Überlass das ruhig mir. Immer noch auf ein Bier. Überlass das mir. So. Schaltet die Banditen aus. Quest verfolgen. Da. Und go. Na komm. Schläg sie. Los. Da, 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 da. Da. So. Ella. Ella, Ella. Jetzt schauen wir mal. Wie viele Banditos haben wir denn da? Okay. Ah. Da ist keiner so richtig stark, oder? Nee. Mal eine Runde absteigen. Bloß nicht sehen lassen. Stimmt. Wir müssen unsere Gefangenen besser im Auge behalten. Sie hätte uns alle umbringen können, wenn sie... Das sehe ich mir mal an. Komm mal ran da. Weißt. Hobby, Hundi. Ne, bin ich nicht. Der He-Man. So. Komm mal ran da. Mach mal ein Duell. Mach mal ein Duell. Komm her. Jetzt hole ich mir den Lohn ab. Ja. Ja, komm her. Raus da. So. Die Mäuren führten dich zu mir. Ich danke dir von Herzen. Die wir? Plünderparty abgeschlossen. Oder? Da fand ich noch was. Stehlen. Hui. So. Quest abgeschlossen. Vielleicht können wir jetzt an unseren Orikar kommen, ne? Ich glaube, das ist der erste, was wir haben. Kriegt nachher. Pferdchen. Weg da. Durchsuchen. Komm schon. Mhm. Gleich sind wir da. Konterbar. So. Du bist zurück. Hast du sie getötet? Ich habe sie erledigt. Jeden einzelnen. Du hast Großes bewirkt. Nimm das dies zum Dank dafür. Ich mache keine halben Sachen. Oh yeah. Warte mal. Kalke Erze. 17 Stück, ne? Muss ich mal gucken, was der will eigentlich.
Ja. Also wenn wir für eine Quest nicht gleich 10 Dinger kriegen, ne? Das ist nicht so schlecht, ne? Eigentlich. Und der Aufwand war jetzt auch nicht so groß, ne? So, mal dahin. Da ist er. Zu Hause der Händler. Diese Asmaten da. So. Yo, Digga. Willkommen zurück, meine Freundin. Du wirst nicht glauben, welche fabelhaften Stücke ich heute für dich habe. Woher bekommst du nur all diese Sachen, Sargon? Du scheinst nie deinen Stand zu verlassen. Ich habe ein Netzwerk von Geschäftspartnern, die die Welt nach interessanten Dingen durchforsten. Wenn sie etwas Besonderes finden, bringen sie es zu mir. Du verstehst dein Geschäft. Ich erkenne den Wert von Dingen, die andere geringschätzen. Dieses Talent habe ich über viele Jahre kultiviert. Interessant. Zeig mir, was du auf Lager hast. Hoppala. So, interagieren. So, Satan da. Blödes. Okay. Wir können uns gar nichts leisten. Das ist natürlich doof, ne? Aber immerhin haben wir jetzt was gemacht, ne? Na gut, ich sag mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Jo!